Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video hier bei eHajo. Ich habe beschlossen, dass ich nun in vermutlich sehr unregelmäßigen Abständen Produktvorstellungsvideos rausbringen werde, weil ich ja schon de facto nie einen Newsletter rausbringe und gerade beim Newsletter schon immer echt extrem schwierig war bisher, dass ich da irgendwie alle neuen Produkte vorstellen konnte und auch darauf eingehen konnte, was so besonders cool ist bei den Produkten. Aus dem Grund mache ich jetzt also diese Produktvorstellungsvideos, wie gesagt, eher unregelmäßig. Ich werde es alle paar Monate vielleicht schaffen. Also keine Angst, dass da zu viel kommt. Ich habe ja wie in der Videoserie, wer es noch nicht gesehen hat, gibt es jetzt eine eigene Playlist, die verlinke ich euch oben, dass ihr da drauf gehen könnt. Gibt es eine eigene Playlist, da ist eine Bestückmaschine hier, also Made in Germany, / Made in Bavaria, wird immer größer geschrieben bei uns. Was jetzt auch mittlerweile komplett durchgängig ist bei allen Bausätzen, sind jetzt hier diese Papiertüten. Also wir sind jetzt wirklich, soweit es irgendwie machbar ist, sind wir komplett weg vom Plastik. Also wer bei uns Bausätze bestellt, sei es Würfel, Lötübungen, was auch immer, kommt jetzt durch die Bank alles komplett in Papiertüten. Also ihr müsst da keine Angst haben, dass ihr dann so einen Haufen Plastikmüll am Ende habt, wenn ihr mit einer Schulklasse oder so mal irgendwas lötet. Wir haben eine ganze Horde neuer Produkte, die stelle ich euch jetzt nach und nach vor. Ich verlinke es unten in der Beschreibung dann auch nur, welches Produkt quasi zu welcher Sekunde kommt. Da könnt ihr draufklicken, wenn euch irgendwas besonders interessieren würde. Wie gesagt, wir sind jetzt mit Papiertüten unterwegs. Wir sind nicht nur mit den Papiertüten, mit der Verpackung am Verbessern, sondern wir haben zum Beispiel jetzt auch unseren leitenden Faden nochmal verbessert, konnten den durch die Verbesserung, weil wir es einfacher umspulen können. Wir haben jetzt Pappspulen. Vorher hatten wir Buchenholz aus Deutschland, jetzt haben wir Pappspulen aus Deutschland. Da können wir es leichter umspulen, da habe ich einen Automat gekauft, der uns das umspult. Also sind wir da jetzt mit dem Preis ein Tick interessanter geworden. Wer für die Wearable-Thematiken sowas benötigt, also in dem Fall wäre es jetzt eine 200-Meter-Spule, die gibt es in 50 Meter, 200 Meter und auch nochmal eine ganz große 500 Meter. Die 10er, die bleibt nach wie vor auf der Buchenholzspule, weil jetzt 10 Meter draufwickel, da ist nicht mal eine Lage. Also das rentiert sich nicht wirklich. Zum Thema Wearables, ich habe ja auch die eWear Batteriehalter drin. Da gibt es jetzt eine zweite Variante, den eWear Batteriehalter mit Schiebeschalter, dass man halt die Spannung von der Batterie ausschalten kann, wenn die Schaltung nicht blinken soll, die Magnet hat. Hat man hier quasi einen Schiebeschalter dran zum Ein- und Ausschalten. Und die Platine an sich jetzt auch nochmal in schwarz. Das war so der Wunsch von meinen Partnern, mit denen ich das zusammen mache. Die haben gesagt, schwarz wäre cooler als Vivo Grün, deswegen schwarz. Ich habe ein paar Produkte in den Shop mit aufgenommen. MP-Lab Snap haben wir jetzt mit drin, das ist ein Programmer von Microchip, da ja Atmel verkauft wurde. Löttechnisch gibt es einige Neuerungen. Wir haben jetzt ein Alien, also die Lötübung Roboter ist ja eine unglaublich beliebte Lötübung und haben die Leute halt immer gefragt, ja, aber blinken die Augen auch? Und dann habe ich gesagt, nee. Dann haben alle Leute immer gesagt, Und dann habe ich gesagt, na gut, dann setzen wir halt mal hin und mach halt mal eine Lötübung, wo die Augen auch blinken. Im Prinzip eine stabile Kippstufe mit hinten verlötet, wie man es vom Roboter auch kennt. Je nachdem, wie man die Transistoren einlötet, blinkt er im Sekundentakt oder im schnelleren Takt, also dann blitzt er so vor sich hin. Und da natürlich auch kreativtechnisch kann man da anmalen, wie man die lustig ist. Also sind auch nochmal Kabel dabei, also 10-poliges Flachbandkabel mit verschiedenen Farben, dass man oben auch nochmal entsprechend Haare verpassen kann. Dann gibt's eine ganze Horde Neuerungen und zwar gibt's einen richtigen Schwung neuer Platinen. Eine ganze Horde Add-on-Boards, die ich jetzt generiert habe. Erstmal 2, 4, 5 Stück im Shop bereits drin. Das sind i2c Add-ons. Am Bild immer sofort zu erkennen. Ich habe hier auf der Seite bestücktucktechnisch Bilder drauf. Da sieht man gleich, worum es bei der Platine geht, was sie für die gut ist. i2c mit einer Standardschnittstelle 7 Pins. Man kann das hier erkennen. Die 7 Pins immer auf der Unterseite entsprechend beschriftet, was da gerade drauf ist. Also SDA, SCL, standardmäßig bei den 2 Pins. Spannungsversorgung in der Mitte, steht da immer dabei, was für einen Spannungsbereich die jeweilige Platine ab kann. Ground unten und dann, wenn es halt irgendwie noch einen Zusatzpin hat, also hier zum Beispiel haben wir einen LM75, der kann ja diesen Output-Komparator-Mode schalten. Da könnte man hier entsprechend das Signal noch abgreifen. Wenn wir jetzt einen komplexeren Chip anschauen, der Absolutdrucksensor von Würth, der WSEN PETS, der hat da noch einen Chip-Select und ein Interrupt rausgeführt, dass man die Pins halt hat, die man da benötigt. Es steht immer dabei, was für einen
was für einen Spannungsbereich das Ding ab kann. Man kann die Platine rein theoretisch verkehrt drum einstecken, also einmal so oder so. Für den Fall, dass man es verkehrt drum einsteckt, geht natürlich nichts kaputt an der Platine. Man hat eine grüne und eine rote LED drauf und je nachdem, wie man es einsteckt, leuchtet die grüne oder die rote, damit man gleich sieht, oh, Fehler oder alles ist gut. Die Platine mit den Wirt-Chips drauf, die sind ein bisschen speziell, die haben einen Spannungsbereich von 3,3 Volt maximal. Also die wollen nicht großartig mehr wie 3,3 Volt sehen. Macht gar nichts, es ist vorne eine komplette Schutzbeschaltung drauf. Wenn ihr also 5 Volt vorne drauf geben würdet, leuchtet die rote LED und die 5 Volt kommen beim Chip gar nicht an. Also da kann definitiv nichts kaputt gehen. Immer über 0 Ohm Widerstände einstellbar bei allen Boards, die es unterstützen. Die Adresse, dass man quasi die Adresse 0 oder 1 jumpern kann mit den 0 Ohm Widerständen. Auf der Rückseite auch nochmal die Adresse jeweils beschrieben, dass man weiß, wie man es ansprechen kann. Alles in allem gibt's also einen Temperatursensor Add-on LM75, um eine Temperatur zu messen. Dann als zweites Add-on im Shop das EEPROM Add-on. Einfach jetzt in dem Fall mit 512 Kbit EEPROM, um irgendwelche Daten zu speichern. Ein Krypto-Add-on mit dem ATTEC-Chip von Microchip. Das ist ein kompletter Hardware-Krypto-Encoder, mit dem kann man richtig, richtig, richtig schöne Dinge machen. Man schickt ihm irgendwelche Daten, speichert ihm vorher einen Schlüssel drauf und der schickt einem die Daten verschlüsselt wieder zurück. Oder man schickt ihm verschlüsselte Daten, er entschlüsselt es einem und schickt sie wieder entschlüsselt zurück. Also ein ganz schöner Chip an sich. Dann der nächste Chip, der Acceleration Chip mit dem Wesen ITDS. Das wäre ein Dreiachs-Beschleunigungschip. Auch hier nochmal entsprechend die Aufdrucke drauf. XYZ-Achsenbeschriftung in der Mitte der Chip. Vorne die Schutzbeschaltung, dass da definitiv nichts kaputt gehen kann. Und der letzte Chip, der Absolutdrucksensor, der Wesen PETS von Wirt Elektronik. Auch hier wieder vorne die Schutzbeschaltung, hinten der Chip. Man kann hier auch erkennen, der hat eine Öffnung drin, also der hat so ein glänzendes metallisches Teil oben drauf, da hat er quasi eine Öffnung, um den Absolutdruck zu messen. Also mit dem kann man eine Wetterstation bauen. Jetzt fragt man sich, wo kann man die Dinger reinstecken? Klar, man kann sie ins Breadboard stecken, man kann eine einpolige Stiftleiste anlöten, man könnte sie durch die Halblöcher hier auch direkt auf eine Platine löten, aber grundsätzlich vorwiegend gedacht für das neue ATE-Wallboard und dazu kommen wir jetzt. Wir betrachten nochmal schnell das alte ATE-Wallboard. Wir hatten klassisch immer vorneweg das Programmiergerät, ein Jumper, mit dem man einstellen kann, ob das Teil ein Programmiergerät wird oder ein USB nach Serialwandler, die Umschaltung, das Ganze kommt man abbrechen. Dann hat man den Programmer separat gehabt. Man hat hier die Möglichkeit, verschiedene Controller draufzustecken, vom kleinen ATtiny 13 bis hin zu großen Atmega 32, 64 und so weiter. Jeweils ein Quarzsockel dabei, dass man verschiedene Quarze draufstecken konnte, ein bisschen Hardware zum Testen und hinten mit 40 Pin alles rausgeführt. Ich habe, wie gesagt, das Board lang schon im Shop drin und jetzt war es einfach mal an der Zeit, dass ich das überarbeitet habe. Und die überarbeitete Version einmal 1:1 daneben gehalten, hat die gleichen Abmessungen, hat die gleichen Bohrungen, aber hat einige Dinge, die jetzt anders geworden sind. Und die erkläre ich euch jetzt einfach mal schnell, denn das ist auch nicht so ganz uninteressant. Wir fangen vorne beim USB an, wir kommen vorne rein. Auch hier befindet sich jetzt dieser Schutz-IC drauf, den ihr gerade vorhin schon von den Add-on-Boards kennengelernt habt. Dieser Schutz-IC sorgt dafür, dass wenn ihr mal hier irgendwie aufgrund vom USB-Problemen, was auch immer, ich weiß nicht, was ihr da vorne anschließt, also wenn da mal mehr wie 5,5 Volt anliegen sollten, blockiert der Chip und zeigt es hier mit der roten Arrow-LED an. Also wenn eine Überspannung hier vorne auftauchen sollte, kommt die nicht bis nach hinten an. Also die Chips hinten gehen dann zum Glück nicht kaputt. Was das Ding noch macht, ist eine Überstromabschaltung. Also ihr habt auch auf 500 mA eingestellt eine Überstromüberwachung. Das heißt, wenn hier hinten irgendwo ein Kurzschluss verursacht, leuchtet oder blinkt die LED hier rot, dann wisst ihr auch, ja, jetzt habe ich hier hinten ein Problem. Das Problem kommt aber nicht bis zum PC durch, da seid ihr dann auf jeden Fall geschützt. Wir gehen spannungstechnisch weiter, wir haben jetzt fix diesen 3,3 Volt LDO drauf und wie beim Gescheiduino kann man jetzt auch beim ATE, weil endlich mit einem Schiebeschalter umschalten zwischen 5 Volt und 3,3 Volt komplette Spannungsversorgung fürs Board. Also ihr könnt jetzt auch endlich mal 3,3 Volt Hardware, wie zum Beispiel den Beschleunigungssensor, anstecken. Das Ganze ein bisschen aufgeräumter, es kann jetzt nicht mehr abgebrochen werden. Ich habe mal nachgefragt und ein bisschen geforscht.
ich glaube, es gibt genau zwei Kunden, die das jemals abgebrochen haben und das eher unabsichtlich. Von dem her, die Möglichkeit, das abzubrechen, ist nicht mehr. Hier, wie gehabt, die zwei ISP-Schnittstellen, 6-polig, 10-polig. Es gibt eine weitere LED da oben, eine gelbe LED. Dann kann man jetzt hier, weil ich hatte halt Platz, weil ich da oben ja nicht mehr abbrechen musste, hatte ich ja plötzlich hier spontan Platz. Ich habe alles ein bisschen mehr aufgeräumt. Ich habe den Reset-Taster rübergeschoben. Wir könnten jetzt eine komplette Ampelsteuerung programmieren mit dem Ganzen. Wir haben die drei Taster, die zwei Potis. Hier auch nochmal besser beschriftet alles, wo die Potis mit welchem Jumper zu bedienen sind. Hier auch nochmal ISP groß dick beschriftet, dass man weiß, wenn man den Jumper steckt, kommt das Teil als ISP-Programmer hoch. Wenn nicht, kommt es als serielle Schnittstelle hoch. Hier die Jumper für die USB-Schnittstelle. Man kann also über UART mit dem Chip, mit den Chips hier hinten kommunizieren. Da zusätzlich jetzt noch ein Lötjumper da oben hinzugekommen mit einem Kondensator und einem Widerstand. Das wäre der klassische Bootloader-Pin, der von der seriellen Schnittstelle zu den Controllern rübergeführt wurde, dass man da jetzt auch die ganzen Arduinos mit Bootloader programmieren kann, ohne Reset drücken zu müssen vorher. Zum Thema Reset, die zwei Tasten hier auf der Seite. Reset und Hardware Boot, die sind weg. Die haben mehr Probleme gemacht wie alles andere, weil viele Kunden die gedrückt haben. Dann wurde der Controller in Reset gesetzt und nicht der Controller hier vorne. Und das hat sehr, sehr oft zu Verwirrung geführt. Es gibt, wie gehabt, die Schnittstellen dazu. Es gibt jetzt ganz neu hier unten, da gab es früher ja so einen 8-poligen Sockel. Da kommt man EEPROM, I2C EEPROM draufpacken. Das ist jetzt komplett weggefallen. Es wurde jetzt hier eine 2x7-polige Buchsenleiste eingefügt. Die ist jetzt eben ganz speziell für die Add-on-Boards gedacht. Standardmäßig im Lieferumfang eine Buchsenleiste. Man kann dann natürlich noch weiter aufrüsten. Dann kann man bis zu 3 I2C Teilnehmer hier anstecken und mit denen ganz toll experimentieren und deswegen auch klarerweise jetzt. Wisst ihr warum? Deswegen auch zum Beispiel das EEPROM Add-on, weil eben der EEPROM weggefallen ist, dann steckt man einfach das Add-on drauf und kann dann über der EEPROM ein paar Versuche machen, wenn man da programmieren lernen will. Wenn man das Ganze verkehrt rum einsteckt, wie gesagt, leuchtet dann die rote LED. Da muss man keine Angst haben, dass was kaputt geht. Das ist so ausgelegt, dass das alles sicher gemacht wurde. Hier jetzt auch nochmal besser beschriftet, I2C Select. Man hat ja beim 28-Pinner eine andere Pin-Belegung wie beim 40-Pinner. Deswegen muss man hier auswählen, ob man jetzt auf IC3 den I2C legen möchte oder eben die Jumper nach unten auf IC4 den I2C legen möchte. Kann man das quasi hier auswählen. Nochmal schöner beschriftet. Das war früher auch nicht so toll gelöst. Die I2C Pull-Ups befinden sich hier. Die kann man mit einem Lötjumper aktivieren oder deaktivieren. Dann kann man sich da auch ein bisschen spielen mit eben internen Pull-Ups, externen Pull-Ups. Einfach um ganz, ganz, ganz universell zu sein. Bei dem 40-poligen Stecker hat sich eine Kleinigkeit geändert. Es gab einen Pin bei dem Stecker, der nicht belegt war. Auf diesen nicht belegten Pin habe ich jetzt den Reset gelegt. Also man kann jetzt auch quasi mit der externen Schaltung, die man hier andockt, ein Reset betätigen und den Controller hier nochmal in den Reset-Modus setzen. Das war mir auch ein ganz wichtiges Anliegen. Löttechnisch, ähnlich wie das davor, hat sich jetzt nicht großartig was geändert. Also Lötbauteile mäßig sieht es aus wie eh und je. Jetzt stehen wir allerdings hier, haben einmal einen Durst, das heißt, wir können Kaffee trinken. Es gibt jetzt eine Emaille-Tasse mit EHIO-Logo, wer sie noch nicht kennt, wurde auch schon sehr, sehr oft verkauft. Da wird es jetzt auch ein Weihnachtsangebot geben, Tasse und T-Shirt für 19,90 und einfach unten auf den Link klicken, gibt es vielleicht einen Gutscheincode oder ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, soweit bin ich nicht. Wir trinken gemütlichen Kaffee, wollen Bausätze löten und fragen uns, wie löten wir die Bausätze? Ja, ich habe auch Lötkolben im Angebot und zwar bin ich jetzt komplett umgestiegen. Ich habe jetzt nur noch die Lötstation von Hakko im Shop aktuell. Aktuell auch nur diese eine. Ich weiß nicht, ob ich nochmal andere aufnehmen werde von Hakko. Es gibt ein paar politische Gründe. Die Ersa-Stationen haben sich früher sehr, sehr gut verkauft. Gerade die Ersa Icon Pico war eine ganz, ganz tolle Hobbybastler-Station. Die kostet mittlerweile 150, 160 Euro. Das ist jenseits von allem, was ein Hobbybastler ausgeben will. Also da hat sich Ersa selbst ins Abseits befördert. Stanol mit der Industa hat eine angenehme, schöne Station gebaut. Die haben
einfach servicetechnisch ein paar Probleme gehabt, wo ich gesagt habe, nee, die kommen auch raus aus dem Shop. Ich probiere es jetzt zwar mit Hakko, sie haben einen sehr guten Ruf, definitiv einen sehr guten Ruf. Was mir bei Hakko wahnsinnig, wahnsinnig gut gefällt, ist einfach dieser Halter. Man sieht, ich habe die auch schon benutzt, meine eigene, die ich hier schon für mich habe, für die Workshops und so weiter. Ich mag den Halter. Er hat, also er ist grundsätzlich mal massiv, er ist aus Metall. Er hat einen Schwamm und er hat einen Goldschwamm dabei. Also ich kann auswählen, entweder wische ich den Lötkolben am Schwamm ab, weil mir das lieber ist, oder der Schwamm ist trocken, dann wische ich ihn da hinten am Goldschwamm ab. Das finde ich mega, mega genial. Also der Halter ist für mich momentan so das absolute Highlight. Die Station selber hat einen relativ großen Abstand, leider. Ich muss dazu sagen, ich bin da ja auch ehrlich, hat einen relativ großen Abstand vom Handstück zur Spitze, also Hand to Tip. Der Abstand ist relativ groß. Man braucht also fürs SMD-Löten schon eine sehr ruhige Hand. Was allerdings dem Teil wirklich zugute kommt, das hat, wie man es hier auch sieht, ein mega, mega, mega flexibles Kabel. Also das Kabel spürt man de facto nicht, wenn man lötet. Das stört einen da so gut wie gar nicht. Das ganze Ding, also der Lötkolben hat 65 Watt, ist absolut ausreichend. Die Station kann man, ich glaube, bis 480 Grad oder wer so wahnsinnig ist, hochdrehen. Standardmäßig lötet man eher so mit 350, maximal 400. Von dem her, genau, gibt's die jetzt auch im Shop drin für 125 Euro. Ist, glaube ich, gerade so schmerzgrenzentechnisch aktuell das, was man ausgeben will für einen vernünftigen Lötkolben. Und der ist definitiv vernünftig. Also er hat ein angenehm kleines Stellmaß. Er hat viele Dinge, die mich bei Ersa gestört haben, hat er besser gemacht. Wie zum Beispiel der Schalter ist auf der Seite und nicht hinten. Ich muss nicht jetzt mal hinter die Lötstation hintergreifen, damit ich die Lötstation einschalten kann. Und er hat halt ein beleuchtetes Display, was auch ganz, ganz praktisch ist. Wer dann auf seine Gesundheit achten und nicht beim Löten diese giftigen Dämpfe einatmen will, der Fume Tractor, unsere berühmte Lötabsaugung, also auch bei mir stark im Einsatz, man sieht es unten, da sind schon richtig viel Spuren vom Löten dran und vom Lötkolben, der da dran stößt und so weiter. Der Fume Tractor aktuell im Angebot, mit, also es gibt einen 10 Euro Rabattgutschein, verlinke ich euch auch nochmal unten, bis Ende Dezember, also wer noch für Weihnachten was braucht, dass das Christkind was bringen soll. Fume Tractor gerade um 10 Euro reduziert, wenn man den Fume Tractor und die LED-Beleuchtung zusammenkauft. Also auf das Bundle Fume Tractor plus LED-Beleuchtung kriegt man 10 Euro Rabatt. Dann kostet es, glaube ich, statt 65 Euro, 55 Euro. Kann man sich, glaube ich, schon mal überlegen soweit. Ja, das war es jetzt mit dem Produktvorstellungsvideo. Ansonsten habe ich nichts Neues noch im Shop. Die Bestückmaschine hinten läuft fleißig vor sich hin. Es gibt definitiv bald wieder neue, mehr neue Produkte. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das ist mal eine schöne Alternative zum Newsletter. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das öfter machen soll oder ob ich es in einer anderen Form machen soll, wie es euch gefallen hat, damit ich da weiß, ob das ankommt oder nicht. Gut, dann wünsche ich allen ganz definitiv eine wunderschöne Adventszeit jetzt, ein schönes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Wir haben zwischen Weihnachten und 6., glaube ich, was das da sein müsste, also 2 Wochen um Silvester drumherum, haben wir zu bei uns, da wird nichts verschickt. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute, und eine schöne Zeit. Ciao!